Destiny the Taken King, wir sind immer noch auf der Spur des Taken King, haben gerade eben rausgefunden, dass wir zu einem Aszendenten werden müssen und ich habe rausgefunden, dass ich hier nur so Fetzen krieg. Das ist doch scheiße. Ach, man kann ja die Engramme inzwischen auch hier schon abgeben. Man muss ja gar nicht zum Kryptarchen gehen. Wie denn? Ach doch. Nee, abgeben ist doch zerstören, oder? Oder kriegst du da was? Hä? Aber abgeben ist doch normalerweise ja, das halt. Hast du es jetzt zerstört? Ich habe es abgegeben. Und dann ist es aber zerstört. Oh Mann, scheiße. Aber bei Gegenständen heißt es zerlegen. Ja. Ach Mist. Dafür abgeben. Zerlege ich gleich das nächste blöde Ding. Ach Mann, scheiße. Ich Depp. Wie cool sieht denn der Revolver aus? Ist ja wieder, naja. Danke, Destiny. So, was ist denn die nächste Mission? Back to the Tower, sagt sie. Also abschließen oder übergeben ist dann immer X, ja, Mist. Hätte ich aber auch wissen können, weil das die Taste, die Kreuztaste ist eigentlich immer die bestätigen, ablösen, ja, bestätigen ja. Für was Negatives Taste. Ach, verdammt, na ist egal. War eh nur Billig-Scheiß. Schrott. Nee, komm, hier. So. Was der Oryx für ein Arsch ist, ne? Wieso? Weil der hätte ja auch sein Raumschiff nicht in diesen Ringen parken können, sondern so ein bisschen außerhalb und dann diese Welle da machen können, dann wäre jetzt nicht der ganze Ring mit kaputt. Das verschandelt doch sofort die ganze Postkarten-Idylle. Mhm. Andere, das ist bestimmt jetzt auch voll der begehrte Wohnraum. So Saturn, nee, aber keine Trümmer und so. Ja, tu doch was dafür. Sodale. What is it? Ach ja, ich muss ja jetzt gar nicht mehr so dem Typen, um das abzugeben, ganz vergessen. Ich kann das einfach hier jetzt abgeben. Tada! Bist du schon in der Stadt? Ja. I'm fast as fuck. Jo. Ich kann da ja leider nicht hingehen, weil ist ja sinnlos. Verdammt, verdammt, verdammt. Dann gib mir wenigstens Beutezüge, damit ich unsinnige Sachen nebenher machen kann. Ich glaube, das ist ein gutes Dings. 7x3 Kills in 3 Sekunden mit einer Spezialwaffe. Spezialwaffe ist doch... Ach, das muss doch hinzukriegen sein. Ach, cool. Was ist das? Sammle Ressourcenknoten, öffne Truhen und eliminiere Feinde auf dem Mond. Ja, das brauche ich jetzt sicherlich nicht mitnehmen, weil... Auf den Mond werden wir, glaube ich, so bald nicht kommen. Naja, vielleicht ja doch. Nimm doch alles mit. Ach, die anderen sind alle nur vom Crucible, okay. Aber gibt's bei Aris Morn gibt's gar keine Bounties mehr, oder was? Müsste es aber, doch, müsste es eigentlich geben, weil du brauchst ja, sie hat ja auch noch Sachen. Sprich mit Aris. Ach ja, wir müssen jetzt mit ihr reden wegen dieser Aszendenten-Schar. Mhm. Ich rede sie immer an. Bei mir sagt sie gar nichts. Mir hat sie gesagt, dass wir den Kristall finden müssen, der Krotas Seele enthält. Aber warte mal, das könnte ja bedeuten, dass wir doch auf den Mond fahren. Dann nehme ich mal lieber mein Ding mit. Do it. Bei mir sagt sie auch nicht, aber bei mir steht was hier. Krotas Grube, wir haben versagt, hat die Auszüge aus seinem Tagebuch haben mich... Ah ja, hier. Nimm sie mit zum Mond. Aber ich kann tatsächlich momentan keine Aufträge für sie annehmen. Also keine Bounties. Das geht aber bestimmt auch irgendwo. Warte mal, dann lass mich mal noch schnell die Dings mitnehmen, die Mondmission. Die haben hier übrigens die Special Delivery Frau rausgeschmissen. Die da vorne an diesem kleinen Kiosk stand. Ich glaube, die hat ja auch nur zweimal im ganzen Spiel was gemacht. Ja, aber die hatte einen Job. Und jetzt? Vielleicht war das die Freundin von dem Komponisten und da dachten sich, ey, weißt du was, die schmeißt auch raus. Ja, weiß ja nicht. Der muss auch noch weg. Hat nicht irgendwie der ganze Bungie-Verein, also die ganzen Freunde von dem, haben den doch sowieso vor Gericht total verraten und in die Pfanne gehauen. Das war super so bitter tragisch gewesen. Eigentlich einen, menschlich. Einen Blog-Eintrag von dem Anwalt von Marty O'Donnell, also dem Komponisten hier von Destiny und Halo und so,
der dann eben erzählt hat, dass das Schlimmste an der ganzen Gerichtsverhandlung war, dass er halt 5 Tage lang jeden Tag mit der Hoffnung ins Gericht gegangen ist, ja, jetzt kommt mein alter Kumpel so und so, dem habe ich durch schwere Zeiten geholfen, oder mein alter Kumpel so und so, den habe ich damals eingearbeitet bei uns, der wird mich bestimmt verteidigen, und sie haben ihn halt alle ans Messer geliefert. Mhm. Deshalb gar nicht erst Freunde haben. So, was zum Mond, aber da auf dem Mond ist, ach doch, alles richtig. König der Besessenen, Level 31 Story. Gottes Willen. Ja, du bist ja Gott sei Dank immer stärker, das heißt, du bist ja auch der Guardian, also der Titan. Du musst ja den Kopf hinhalten, nicht ich. Alles begann mit Krota. Doch Krota war nur ein Diener seines Vaters, gesandt, um auch das letzte Licht zu ersticken. Die große Schlacht um die Seele unserer Welt endete in einem Blutbad. Der Sohn war tot. Wir zogen den Zorn von Oryx auf uns, des Zerstörers des Lichts, Besetzer des Willens. Nur die Aszendentenschar bewegt sich zwischen Rissen. Willst du Oryx, musst du in den Fußspuren des toten Sohns wandeln. Du musst ein Aszendent werden. Ach, müssen wir jetzt vielleicht in den Raid runter? Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt man bestimmt dahin, wo der Raid wäre. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gegen das Spiel gesagt habe. Ja, aber es ist ja nur das Gebiet, ist ja nicht der Raid. Dann ist ja wurscht. Da brauche ich ja keine Freunde für. Ich will ja nur gucken. Ich will doch gar nichts anderes. Ich will nur gucken. Nein, den anderen Raid hat man ja schon in den DLCs dann das Gebiet davon gesehen. Mhm. War jetzt nicht der Hammer. Zusammenfassung, naja. Aber bis jetzt ist ja alles. Alles besser. So spannend, da muss ich gleich gehen. So aufregend ist das. Oh, das ist ja aufregend, was sie mir hier präsentieren. Wenn du später mal Kinder hast, die dich in irgendeiner Schulaufführung einladen, dann. Ich schlafe in den ersten 5 Minuten ein. Ja. Damit ich die Scheiße nicht ertragen muss. Der Papa hat sich so gefreut, ist er direkt weggepennt. Wir haben eine halbe Stunde Ruhe. So, ist jetzt hier? Okay, gleich unten. Ich habe einen neuen Revolver. Halte dich an Tolens Tagebuch. Es hat mir durch meine Zeit in der Finsternis geholfen. Halt deine Pistole schussbereit, Hüter. Du musst dich zurück zu der Kammer begeben, in der sie Krotas Seele aufbewahrten. Also irgendwie hilft das Tagebuch hier durch. Denk mal, da werden wahrscheinlich irgendwie aufmunternde Worte drinstehen. Nochmal was? Ich glaube an dich. Das ist also der Plan. Wir müssen ein Stück Scharkristall stehlen, das nach Spuren von Krotas Seele enthält, damit wir ein interdimensionales Portal auf dem Grabschiff passieren und Oryx meucheln können. Habe ich was ausgelassen, Aeris? Es muss vollbracht werden, bevor Oryx sein wahrsagendes Auge dieser Sphäre zuwendet. Wahrsagendes Auge hat er auch noch. Der hat alles. Babybekleidung. Hier gibt's da alles. Ist dem gleich vor Schreck der Kopf vom Hals gefallen. Dem fällt tatsächlich immer der Kopf runter, ist mir ganz aufgefallen. I love the Trefferfeedback in this game. Da ich heute am Mittagstisch musste ich das Spiel schon wieder verteidigen. Wurdest du wieder gezwungen, ja? Mit Waffengewalt. Echt lästig. Weil mir niemand glauben will, dass das so ein geiles Trefferfeedback und so ein geiles Gameplay ist. Oh, das ist schon super. Wer glaubt denn das wieder nicht? Ach. Bestimmt diese wilde Jugend. Genau. Die glauben ja nichts mehr. Ah, da fallen ihm gleich die Engramme raus. Vor Schreck. Oh, warte mal ganz kurz. Ich habe auch eine Waffe bekommen. Ich bin wieder bewaffnet. Scout. Oh, neue Helme. Damit. Nee, du bist schlechter, dich zerlege ich. So, gelernt, abgeben ist gleich nicht richtig. Das machen wir nicht. Was ist denn das? Zweimal. Die sehen ja völlig gleich aus, das ist ja.
Ich habe auf meinem Xbox-Charakter so eine exotische Shotgun namens Invective und die druckt ihre eigene Munition. Das ist so geil, weil du halt immer Shotgun-Munition hast. Und jetzt habe ich das hier nicht. Das sucks. Das finde ich auch geil im PlayStation-Controller, dass wenn der Ghost leuchtet, dass dann das Licht angeht vorne. Ja, okay. Warte mal ganz kurz, ich bin noch an meiner einen Waffe da ein bisschen dran. Wechseln schneller, schneller bewege, schneller während du zielst. Das ist die eine Option. Meine andere verbesserte Waffe kann was? Größere Reichweite, effektiv. Ja, das nehme ich doch. Gut, dann hat die neue Waffe gewonnen. Also ich nicht ganz verstehe. Ich habe diese Suros-Typ oder Tür 14 und die hat ein komplett schwarzes Icon. Ja. Wenn die Waffe ausrüstet, ist sie weiß. Also, hä? Was? Was wollen sie mir denn damit sagen? Jetzt hau ich die andere weg. Was soll's. Also unten ist die auch durchaus schwarz. Aber die sieht auch so ein bisschen aus, als hätte die so eine Plastikummantelung. Also als wäre das alles nur so ein bisschen Show, was da außen rumsetzt. Boah, was ist das für ein geiles Visier. Hatte die das vorher auch schon? Ich glaube, ich war mal in dem DLC auf jeden Fall schon mal unten. Tolens Tagebuch enthält eine beeindruckende Menge Daten. Ich sollte es vielleicht mal lesen. Fertig. Manches ist wirklich faszinierend. Ein Grabschiff schirmt die Schar vor dem Licht des Reisenden ab. Sollten wir durch sein tiefstes Inneres gehen, würde unser Licht einer sterbenden Sonne gleichen. Ich glaube nicht, dass Toland ein Partytiger war. Das fand ich ja im Hauptspiel auch so komisch, wie sie den Ghost immer rausgearbeitet, also eigentlich gar nicht rausgearbeitet haben und nicht so richtig klar war, ist der so ein Scherzkeks, ist der so ein Besserwisser, hat der überhaupt einen Humor oder nicht? So alles irgendwie so willkürlich. Mhm. Ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass es alles so ein bisschen willkürlich war. Ah, okay. Wenn die Leibeigenen noch fressen, dann muss Kurtas Essenz noch bestehen. Ja, ich meine, wenn du in 5 Minuten vor Veröffentlichung deine komplette Story über Bord wirfst, dann ist vielleicht mit der Charakterzeichnung auch nicht viel nicht weit her. Sterbt. I like my gun. Also, es kommt jetzt auch durch dieses Gerichtsurteil immer mehr Zeug ans Licht. Aber ich würde da trotzdem echt immer noch total gerne so die Behind-the-Scenes-Reportage über die Entwicklung von Destiny haben wollen. Das werden wir, glaube ich, nie sehen. Warte mal. Ich habe mich immer gewundert, was sich durch diese Knochen gefressen hat. Kein mikrobisches Leben hier ist fähig, organische Materie zu zersetzen. Die Leibeigenen sind wahrscheinlich das auf dem Mond, was fleischfressenden Bakterien am nächsten kommt. Danke. So, wieder ein Stück ungefragt schlauer. Oh, was ist denn das hier für ein hübsches Ding? Das ist ein Dings da. Der hier ist doch, hier endet eine Mission aus dem DLC. Wo man diese Omnigul, glaube ich, stoppen muss oder so. Ne, die Omnigul hat auch so ein anderes Zimmer. Ja, so halt in den nächsten Raum. Ich meine, hier hoch und dann kommt man am Ende zu diesem Altar. Ich dachte, die Omnigul steht auf dem, oder ist das irgendwie eine von ihren Vorhexen, wo man diesen komischen Gang hochlaufen muss und dann kommt auch ein Dings, ein Oger. Und dann steht stimmt, sie auf so einem... Das ist ja der Strike. Stimmt. Das ist ja in dem Strike. Was meine ich denn dann? Da, wo in der Mitte ist so ein großer Raum, in der Mitte sind es mehrere Zauberer. Das ist, glaube ich, auch in einem von den DLCs gewesen. Ach, ich weiß. Ja, wo die dann so in Wellen auch nochmal kommen. Ja, genau. Jetzt hier am Ende von dem Gang ist das. Ich glaube, das ist dann eine Story-Mission in dem DLC. Sein. Ja, genau das da. Es war mir gar nicht so aufgefallen, dass das ja hier ein riesiges Skelett ist, was hier liegt. Ja, stimmt. Ein Weltraumwal. Das ist ein Riesenwurm. Wahrscheinlich die Mama von den Würmern, die wir da dauernd versuchen zu fangen.
ist der aus Star Wars, der Wurm. Oh, Ogre. Der Grabpfleger. Das ging ins Auge. Fuck. I need to hold. Shit. Oh, Mist. Ich erwischt. Aber sei vorsichtig. Danke. Ich hab irgendwie gerade was Dinge abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe. Ja, jedenfalls mich getroffen. Also Zweifelsfall hat er dich getroffen. Weil wir gerade so komisch in dieser Glocke drin standen, dachte ich, ich würde halt ihn irgendwie so reinglitschen können, dass er mich... Boah. Dass er mit dem blöden Schuss nicht auch seine Truppen erwischt, das wäre halt super. Das mag ich ja immer voll in Spielen, wenn die sich quasi jetzt gegenseitig irgendwie erwischen können. Oh! Ich glaube, Oryx nahm sich gerade einen Ober. Oh, oh. Dann bringt er den doch gar nicht wieder her. Oryx kann einen Ober kontrollieren. Es sei denn, er ist besessen. Schnell jetzt. Ich brauche einen Splitter des Kristalls. Ja, was denn nun? Wir haben den Kristall. Ich wusste, es könnte vollbracht werden. Und enthält er immer noch den Fetzen von Crotas Seele? Meiner Analyse zufolge ist der Kristall leer. No! Macht nichts. Kehre zu mir zurück, Hüter. Und wir werden Oryx vernichten. Aeris? Kate? Sieht so aus, als hätten wir sie verloren. Oh, fuck. Boah! Infektion, dein Licht. Der ist immun? Hm? Der ist immun? Es sind so viele von ihnen. Lauf! Weg hier! Laufen! Oh, fuck! Sollten kommst du wir durch? Uns nicht auf den Weg machen? Fürchte nicht. Doch. Klappt. Okay. Oh, fuck. Okay, weiter. Das ist ja geil, dass wir das mal so aufbrechen. Ja. Voll cool. Sie machen jetzt das, was viele, viele andere Spiele vorher schon mal als Ideen hatten. Ist ja irre. Aber ich sage, ich glaube, vielleicht war das gar nicht so eine schlechte Taktik, das erste Hauptspiel erstmal ein bisschen underdelivern. Ja, unter Wert. Wie man sich jetzt über jeden kleinen 0-15 Quatsch freut. Shit. Ist das cool. Wo geht's denn hier raus? Wo geht's denn hier bitte zur Frau? Oh, warte mal, da geht's weiter. Warum geht die Taschenlampe nicht an? Mach das an. In dem Moment. Mich wundert, dass wir das Dings nicht kriegen. Könnt ihr uns hören? Immer noch keine Verbindung. So muss die Schar Aeris eingesperrt haben. Vielleicht weiß Toland ja einen Ausweg. Ja, schmeiß mir noch mehr Charakternamen um die Ohren, die du mir vorher nie vernünftig vorgestellt hast. Sind wir nicht jetzt einfach draußen? Jetzt aber noch in noch einer komischen Kammer. Oh, crap. Oh ja. Haben uns eingesperrt. Ich seh's mir mal an.
Da ist schon wieder einen eingesaugt? Nee, oder? Nö. Warte mal, hier müssen wir, glaube ich, hin. Scannen. Ach, ich mag das. Ich glaube, ich mag das Spiel. Türen waren früher so simpel. Ich suche nach dem Tagebuch. Ich bin schon seit langem überzeugt, dass das, was die übelsten Schar-Nachtmare festhält, losgelassen werden könnte, wenn die Energie, die in ihren Grabhüllen gespeichert ist, freigesetzt wird. Na, was ist denn hiermit? Wo ist denn jetzt genommen? Eine Grabhülle. Muss ich das da reinschießen? Ich muss es hier hin tun, oder? Mach mal. Cool. Ein Schalter. Oh, Gottes Willen. Schalterrätsel. Jetzt drehen sie völlig frei. Von diesem Tagebuch zu machen. Vielleicht entdecken wir auch ein geheimes Point-and-Click-Adventure. Ey, jetzt schmeißt er mir hier aber die Upgrades hinterher. Warte mal. Was ist das denn? Was sind das für komische... Weiter unten rum, oder? Geschütze. Da oben. Ja, die werden immer wieder irgendwie weggebeamt, ne? Die Ritter. Der Tod. Achso, ne, die werden weggebeamt, wenn sie sterben. Richtig. Sag mal, sind das hier neue Gebiete oder waren wir hier eigentlich schon? Nee, da waren wir schon mal. Echt? Ja. Das kann ich wirklich nicht. Kenne ich jetzt nicht wieder. Oh, dieses Mal ist sie durch zwei Schlösser gesichert. Yeah, so. Oh fuck, hier ist so eine Hexe. Hilfe. Suros. Ich bin tot. Suros Automatikwaffen sehen geil aus, fühlen sich geil an. Super. Granate da neben. Wir müssen irgendwo noch so ein Ding finden. Ah, hier ist eins. Schon. Ja, jetzt ist die in meine Dings ich bin gestorben. Ohne, warte mal. Danke. Bitte. Okay, soll ich mal einsetzen? Ah, hast schon. Haben es alle? Eingestellt, super. Ah, cool. Wir brauchen ja noch eins. Fuck. Ist ja noch irgendwo eins? Ach, die blöde Hexe ist ja immer noch hier. Okay, ich glaube, die Hexe hat's. Ein Gegner ist noch irgendwo, warte mal. Hä? Wo sind denn die? Sind die im Raum weiter? Wir brauchen ja von irgendwoher noch eine Energiequelle. Schauen wir auf die Seite. Nee. Liegt da hinten? Da in der Ecke? Schauen wir, das leuchtet da so. Schauen wir nach unten, ob hier unten noch was ist. Hier ist es, hier ist es. Ach, da ist noch ein Raum da drunter. Ja. Okay, das sagen wir, hier waren noch Gegner. Ah, alles klar. Wow, wow, Feuer heißt. Nimmst du? Ja. Das ist ja wohl auch einer von den Crucible-Modi, von den neuen. Mit dem Ball hier? Mit dem Ball da so rumläuft. Mit dem Ball spielen, Wahnsinn. Also sagen wir mal so, die haben das nicht nur... Wenn Bungie was programmiert, dann kannst du dir sicher sein, dass sie es bis zum Get-No in ihr Spiel einbauen. Wie hübsch das Licht auf der weißen Waffe reflektiert. Ja. Echt? Hier waren wir schon mal? Das ist Eris. Die Verbindung wird stärker. Tempel von Crota. Also hier... Hier ist wieder so ein Sammelding. Warte, ich komm. Ich dachte, da wäre gerade eben... Ach nee, das ist nur so eine Verzierung.
What? Wow. Das ist ja geil. Wurdest du auch davon erwischt? Ach, das sind jetzt die Fallen. Wenn du von deren Angriff erwischt wirst, bist du geblendet. Okay. Beziehungsweise, also die Sicht ist eingeschwärzt. Oh krass, das sind jetzt halt jetzt haben sie die halt auch übernommen. Tschüss. Hahaha, cool. Oh, warte mal, ich kann das Relikt aufheben. Hast du es? Ja. Ach, hier hinten ist die Tür. Hier sind noch ein paar Gegner. Wenn du magst, kannst du die wegschießen. Oh, ich sehe nichts. Ah, krass. Hat sich jetzt auch mal so erwischt? Ja. Die müssen irgendwann jetzt im Laufe der Entwicklung von den Dingen eine lange Mittagspause gehabt haben, wo sie mal ein bisschen brainstormen konnten. Ja. Wie geil klingen denn die Waffen? Achso, das sind die. Ach, ich wollte gerade sagen, wie geil klingen denn die Waffen von denen? Währenddessen steht einer hinter mir und schlägt mich die ganze Zeit mit seinem Schwert. Das ist halt seine Klinge. Es muss auch irgendwie eine Klingenwaffe wieder geben. Man kann sich also ein Schwert bauen. Es gibt drei unterschiedliche. Also je nachdem, welchen Schadenstyp du haben willst. Und das ist dann funktioniert dann als Primärwaffe. Die hast du halt die ganze Zeit. Mhm. Und es ist so ein bisschen wie in Halo, die Nahkampfwaffen, die haben halt Munition. Ah, okay. Also du musst halt dann, kannst du nur so und so oft zuschlagen. Und wenn die leer ist? Dann kannst du nicht mehr damit zuschlagen, musst du eine andere Waffe nehmen. Aber dann, du behältst die halt. Es ist nicht, dass die dann explodieren würde oder so. Ach so. Ja, krass. Also es gab ja schon im Hauptspiel diese Blades of Crota, die halt rumgelaufen sind. Und dann konntest du das ja kurzzeitig aufnehmen und damit so ein bisschen rumhauen. Und in einem von den DLCs, glaube ich, war es nochmal, ne? Ja. Aber das ist... Und jetzt haben sie es als Element eingebaut. Ja. Also, was die sich als nächstes ausdenken. Man weiß es nicht. Brauchen wir jetzt vielleicht doch das Ding, was hier hinten noch liegt? Ich konnte es ja vorhin nicht einsammeln, aber jetzt ist es... Naja, wahrscheinlich. Ja, jetzt geht's. Ich hab's mal. Schaffst du das dann? Ja, muss ja. Wenn man das sieht von außen übrigens, wie der Dings funktioniert, der Schuh. Das ist total cool, wie sie auch die Beine animiert haben. Wenn man nichts macht, wie die dann so ein bisschen schwanken. Mhm. Einfach nur in der Luft schwebt. Sind alle weg, ne? Solltest du hier aufräumen. Ich bin so klein, mein Herz ist rein. Aber ich schaff die nicht. Jetzt muss doch hier mal langsamer genug sein. Weißt du, wo genug ist? Verschwinde aus der Grube. Wir brauchen diesen Kristall oder wir werden niemals an Oryx herankommen. Ich glaube, sind wir aber gleich draußen. Bitte? Sind wir aber gleich draußen. Ah ja, gut, dann machen wir noch fertig. Also eigentlich ist es nicht mehr weit. Das ist nur noch an diesem UFO-Dingpuff da vorbei. Das ist doch... Den Raum kennen wir doch auch. Da war doch irgendwas drin, oder? Ach, schau mal, ist das nicht einer von den Satelliten, die sie dann losschicken, die Schar? Die sich auch in die Erde reingebohrt haben? Ja, das kann sein. Bisschen mehr Begeisterung, wenn ich was wiedererkenne. Wow! Irre. Der hat sich an was erinnert. Oh, nee, ist immer was. Eine Idee. Mein Geist leuchtet und sagt, er will gerne kommunizieren. Wo denn? Er verrät mir keine Details. Hier kann man das scannen, in der Mitte. Ach, da. Das ist die einzige Schar-Startrampe, die wir je entdeckt haben. Doch es gab keine Berichte über Seher, die erzählt auf der Erde ankamen oder dort abflogen, seitdem Quota zerstört wurde. Ach so, ich muss da näher ran. Diese hier wurde erst kürzlich reaktiviert. Jetzt aber. Oryx hat einen Scharbefall auf der Erde nicht aufgegeben. Komm, jetzt sind wir hier gleich draußen, dann soll ich die Tür jetzt kommen.
Ich habe einen dicken Gegner angelockt. So eine Super-Hexe. Dick? Wo denn? Da. Oh. Au, au, ah, fuck. Komm her. Okay. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Da wie geht's witzig. Raus. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, welche Kammer das ist. Ja. Wie witzig das aussieht, dieses Spiel, wenn du von der anderen Seite die Level siehst. Wir sind draußen. Dann wird der König der Besessenen untergehen. Bring mir den Kristall seines toten Sohnes. Nee, Moment mal, das ist doch was anderes. Bin froh, dass du noch heil bist. Das ist doch ein anderer Ausgang. Doch, doch. Hier geht man normalerweise rein. Nee, da ist doch so eine Station normalerweise da oben. Man geht doch dann so tief runter. Es gibt mehrere Eingänge. Aber da geht man auf jeden Fall auch rein. Das ist hier das erste Mal, da liegt diese Leiche von dem Guardian und dann geht da die Tür auf. Ach, das ist dieser Weg außenrum. Den nimmt man aber später eigentlich nicht mehr, ne? Naja. Da reinzukommen? Ja. Das war das. Ganz schön cool. Was haben wir noch bekommen? Nix. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Level, oder? Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao.